Hallo meine Lieben, heute gibt es ein super einfaches und leckeres Börek-Rezept mit Nudelfüllung und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Wir brauchen eine Packung Nudeln, Blätterteig, Hirtenkäse, Salz, 3 Eier, 100 ml Öl, 200 ml Milch und 3 Löffel Joghurt. Wir fangen an und tun die Eier, das Öl, die Milch, den Joghurt und den Salz in eine Schüssel und verrühren das Ganze sehr gut. Jetzt machen wir eine Schicht Blätterteig auf ein Backblech und wenn ihr es als Rolle bzw. als Rechteck habt, ist es natürlich einfacher. Und darauf kommt ein wenig von der Soße, die wir eben vorbereitet haben. Und jetzt kommt noch eine Schicht Blätterteig drauf, sodass alles bedeckt ist. Jetzt kommt auch schon das Besondere, denn das kennt nicht jeder. Und zwar tun wir die gekochten und abgekühlten Nudeln jetzt darauf und verteilen diese ebenmäßig. Und dann kommt noch eine Schicht Blätterteig obendrauf. Jetzt machen wir den gebröselten Hirtenkäse da drauf und ich habe auch noch ein wenig Petersilie reingeschnitten, aber ihr könnt das so machen, wie es euch am besten schmeckt. Und darauf kommt jetzt noch eine Schicht von der Soße. Und darauf jetzt eine weitere Schicht Blätterteig. Dann noch ein bisschen Soße und weitere Schichten Blätterteig, bis alles schön bedeckt ist. Thank you.
Und jetzt könnt ihr den Rest der Soße draufschütten und alles gut verteilen. Das Ganze wird im Voraus schon in Stücke geschnitten, damit die Soße gut aufgesaugt werden kann. Ich mache noch Sesam und Kümmel oben drauf, denn meiner Meinung nach schmeckt das so am allerbesten. Jetzt können wir auch schon unseren Börek in den Ofen tun, und zwar bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 35 Minuten. Zum Abkühlen lege ich ein sauberes Küchentuch oben drauf und lasse es für etwa 10 Minuten so stehen. Dann können wir es alles nochmal nachschneiden und auch schon servieren. So ungewöhnlich es auch scheinen mag, es ist wirklich unfassbar lecker. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Guten Appetit!